Süß. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist denn das eigentlich so? Und habe so ein bisschen zurücküberlegt, was ich so für Erinnerungen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, als ich klein war, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen gehört habe, von denen ich dann dachte, die sind irgendwie so und die sind normal. Zum Beispiel hat man über mich früher immer gesagt, ich sei weltfremd und ich könnte keine Mathe und also keine Mathe und Schulbänden brauche ich auch immer zu lange und so. Und naja, jedenfalls dann war ich in der Schule und konnte manche Sachen eben nicht und manche konnte ich und dann bin ich irgendwann aus der Schule raus und habe dann gemerkt, ich brauchte total lange, bis ich begriffen habe, dass vielleicht gar nicht ich falsch bin, sondern dass nur dieses System so eng ist, dass da nicht alle reinpassen irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer dachte, meine Eltern sind total falsch, weil die irgendwelchen Trends hinterhergelaufen sind. Und ich bin aber total, ich habe es voll kapiert, wie das läuft da draußen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin einfach auch nur irgendwelchen Trends hinterhergelaufen, aber halt anderen als meine Eltern. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ziemlich glücklich sein kann, dass meine Mutter das irgendwie versucht hat, besser zu machen als ihre Mutter und ich das jetzt besser mache, zu versuchen als meine Mutter. Und alle das immer so ein bisschen besser machen wollen als die eigenen Eltern. Und dadurch kann ich jetzt hier stehen und ganz frei meine Meinung sagen und meine Lieder singen in diesem wunderschönen Land, in dem ich lebe. Das ist toll. Ich bin sehr abgeschweift, aber ich spiele jetzt das Lied. Es ist für meinen Sohn und für alle, die mal Kinder waren. Testament. Und was ich ganz wichtig noch sagen will dazu ist, meine Mama mag das Lied nicht. Sie empfindet es als Angriff. Ja, es ist eigentlich ist es eine Verteidigung an die Verletzlichkeit. Und ich würde mir wünschen, dass jeder eigentlich sich davon verteidigt fühlt. Für alle, die mein Kinder waren und für mein Kind. Testament.